Hallo Geiselös und herzlich willkommen zu eurer Lieblingsshow auf YouTube, Tales of Phantasia Let's Play vom Kloboy. Hi. Im letzten Part haben wir uns überhaupt nicht vorbereitet auf irgendeine Sidequest oder so ein Scheiß, dass ich da bitte nichts einreden. Aber wir sind jetzt in Euclid und hier im Norden, also in Euclid sollen irgendwo die Eltern von Naruto-kun sein. Und unser Plan ist hier jetzt, hat zwar keiner gesagt, aber es ist sinnvoll, ist logisch, Aufmerksamkeit zu erregen. So viel, damit Ninja-Attentäter auf uns aufmerksam werden und wir so vielleicht Susus Naruto-Kuns Eltern finden können. Also gehen wir hier hin, denn davon haben wir alle schon gehört. Geht hier lang, um für das Turnier anzumelden. Fuck, natürlich gibt es in Euclid ein Turnier. Warum auch nicht? Ich nehme die Herausforderung an. Seid ihr sicher? Ja. Gut. Ich bewahre in der Zeit eure persönlichen Heil-Items auf. Aus Gründen der Fairness gebe ich euch Heilungs-Items, die wir für jeden Teilnehmer bereitstellen. Viel Glück! Danke, Alter. Viel Glück, Chris. Besser, ring gut auf dich auf! Du hast eine gute Gelegenheit, deine Fähigkeiten zu testen. Viel Glück! Danke. Keine Ahnung, wie heftig das wird übrigens. Habe ich auch geskippt. Ich meine, ich habe mich natürlich nicht vorbereitet. Die Arena befindet sich hinter dieser Tür. Oh shit, dafür bin ich bereit. Noch ein Kampfschluck. Let's go. Da stellt sich gerade ein Herausforderer. Der Name des Herausforderers ist Chris. Er stammt aus, Taltus? Der Name eines alten Ortes. Oh, du meinst bestimmt Miguel. Er kämpft mit dem Schwertkampftechnik von Albia. Dieser Held ist auf der Mission Daos zu besiegen. Oh, fick Daos, Alter. Fick Lacrass. Du solltest besser nicht verlieren. Gut, lass uns den Kampf beginnen. Es wird Zeit für die ersten Monster. Ich bin bereit dafür. Es geht, Bruder. Eins Käferbär, dieser Mann hat keine Chance. Ha! Erbärmlich. Bruder, erbärmlich. Das Schwert ist fucking edgy. Die 6 Erfahrungspunkte schnapp ich mir. Gut, der nächste dran. Holt eure heftigsten Viecher, Eier. Und nun Monster 2. Ist das ein Witz? Boy, ein Kraken? Rest in Peace! Distortion Blade! Oh, es lebt ja noch. Uff. Hellpire! Wir sehen uns, Boy. Wir sehen uns. Ich glaube, das war mal ein Boss. Gut! Very nice. Das neue Schwert bewährt sich. Und nun Monster 3. Oh mein Gott, diese Fuckviecher, ey. Können wir bitte davon reden, dass das eindeutig humanoide Wesen sind und wir sie einfach als Monster betiteln und umbringen? Fuck, guckt es euch an. Ich bin mir sicher, man kann ihm Reden beibringen oder so. Ah ja, jetzt ist es tot. Rest in Pepperonis, würde ich sagen. Rest in Pepperonis. I did it. Falls ihr euch gefragt habt. So easy. In Ordnung. Und nun Monster Nummer 4. Oh nein. Kein Tentakel Hentai Monster. Uff. AC Roper. AC Raper. Die kenne ich. Die kenne ich. Ich glaube, da brauche ich nicht meine Art. Ja, ja, tatsächlich. Mann, wieso war, hätte Kraken jetzt mehr ausgehalten? Naja. Oh, ihr müsst viel weniger. Alter. Keine Chance. So muss man es den Biestern geben. Und du, Monster 5. Ich habe übrigens auch keine Ahnung, wie viele Monster hier rumlaufen. Ah, das kriegen wir sicherlich hin. Kampf. Wow. Auch ein Monster so vor 3 Jahren. Junge, wieso weichst du aus? Stirb. Ich sollte meine TP vielleicht sparen, weil da werden bestimmt nicht nur schwache Monster kommen. Das schätze ich jetzt einfach mal. I did it.
Ich brenne! I'm on fire now! Danke, Chris. Danke, Chris. Und du, Wolze Nummer 6! So spannende Dialoge. Kein Baum. Fuck! Vor Bäumen habe ich wirklich Angst. Orkrot. Ich glaube, das ist auch schon ein richtig alter Gegner. Ja. Bye! Alter, mit diesem Schwert des Ruins zerschneiden wir einfach durch alles. Hey, ein Apfel! Köstlich! Bruder. Gib mir mal was Heftiges. Diesmal nicht, Bitch. Und nur Monster Nummer 7. Ja. Das habe ich mir gedacht. Eins Golem. Stahlgolem. Ich glaube, den kennen wir noch nicht. Ja, mal sehen. Vielleicht brauchen wir aber auch für ihn keine Art, weil, seien wir ehrlich, sein Bewegungsmuster ist sehr überschaubar. Wir chillen. Ich spare meine TP. Nein, ich gebe hier nichts für dich aus, du Haufen. Oh mein Gott. Golem-Kuhn, please don't rape me. Okay, was auch immer. Zerstören wir ihn, bevor er noch ernsthaften Schaden macht. Hellpire! Dun. Distortion Blade! Bye, boy! Sehr schön. 9000 Erfahrungspunkte, die nehme ich mit. Du bist Geschichte! Und du wolltest Nummer 8! Das habe ich mir gedacht. Was bist du, Bruder? Ah, okay, so ein Basilisten-Ding, ja? Macht mich geiler, als es sollte. Oh mein Gott! Was? Oh nein, Chris! Er ist am Ende. Ich bin ein Stein, das zählt nicht. Oh. Okay. Wir brauchen einen Steinbann. Ich sehe schon. Wie unangenehm. Chris, bist du hier? Wo bin ich? Du bist im Krankenzimmer des Schleus von Euclid. Es ist ein Jammer, wie das Kampfturnier verlaufen ist. Gib dir mein nächstes Mal. Du kannst so oft teilnehmen, wie du möchtest. Kannst du allein stehen? Ja, mir geht's gut. Uff. Okay. Moment. Wir brauchen etwas, was uns gegen fucking Steine schützt. Mal sehen. Getät. Aber etwas für Versteinerung schützt. Habe ich sogar vielleicht etwas von allem schützt? Oder sowas? Das wäre krass. Ja, hab das Gefühl, das habe ich jetzt nicht so, ne? Deres Emblem, sein Zweck ist nicht bekannt. Ja, schön. Haufen Scheiße. Okay. Ich schätze, sowas kann uns nicht mehr passieren. Bam. Aber Leute, ich schneide dich mal zusammen, bis wir wieder bei diesem Obelisken-Ding sind. Das ist ja fürchterlich.
Okay, Guys, wir sind wieder da. Doch diesmal sind wir vorbereitet auf diesen Loser. Das wollte ich jetzt nicht tun. Upsi dupsi. Ja, Bitch. Das bringt dir nichts, hä? Das bringt dir nichts, würde ich sagen. Du auf den Scheiße. Freck. Oh, diese generischen Kämpfe immer. Wobei das irgendwie ganz cool ist, der One vs. One Kämpfe. Das hat was. Kann man machen, denke ich. Kann man machen. Distortion Blade. Ah, Mann, das Vieh ist relativ stark im Gegensatz zu den anderen. Never mind. Ha! Motto des Spiels, ja? Hey, meine Basiliskenschuppe. Sehr gut. Perfekt. Ba, 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 ba. Natürlich bin ich beim letzten verreckt. Um Himmels Willen. Du hast es geschafft. 8 Siege in Folge. Herzlichen Glückwunsch, Chris. Obwohl du 8-mal in Folge gewonnen hast, warten noch extrem starke Gegner auf dich. Die haben auf dich gewartet, Chris Kuhn. Wer seid ihr? Es ist auf Befehl König Daos, um dich zu töten. Daos Lakaien. Moment mal. Ihr seid doch diese Ninja, die in Euclid herumgeschlichen sind. Genau. Ihr seid Susus Eltern aus dem Ninja-Dorf. Bist du bereit für den Tod? Wartet. Daos benutzt euch doch nur. Er hat recht. Bitte, töte uns schnell. Was war das? Genug geredet. Ja, klar, Alter. Dozo und Ukiyo. Sicher. Das ist mein Lieblings-Pokémon. Dammit. Uff. Leute, ich will nicht der Typ sein, aber könnt ihr bitte aufhören, mir auf den Sack zu gehen mit eurem Scheiß? Oh mein Gott, ich hab verloren? Okay. Das war jetzt ziemlich unangenehm. Das war ziemlich unangenehm. Ich hatte gar nicht die Möglichkeit, ein Item zu verwenden. Die haben mich einfach komplett gefaked. Brave! Jemand muss das hier öffnen, schnell! Halte durch, Chris! Chris! Es ist vorbei. Die ewige Dunkelheit wird dich willkommen heißen. Nani! Wer bist du? Mutter, Vater, bitte tut ihm nichts. Mutter, Vater! Ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen. Und wenn du dich weiterhin einmischst, wirst du sterben! Die Vergehen der Eltern sind die Verbrechen des Volkes. Die Verbrechen des Volkes müssen vom Volk verhindert werden. Igakuri-Schule der Ninja-Kunst, alter Ego-Technik. Oh mein Gott, sie ist Naruto Kun. Just so, der 1000 Schatten der Pickinger. Nicht schlecht. Da. Nani. Susu, Naruto Kun. Mutter, Vater. Mutter, Vater, verzeiht mir. Es tut mir leid. Alles ist gut, Susu. Ich bin froh, dass du dem Kodex unseres Volkes bis den letzten Konsequenzen folgst. Nun... Vater, halte durch. Nun kann ich wirklich in Frieden ruhen. Ich danke dir, Susu. Und euch, Crass. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Ja. Wir sehen uns, ne? Oder auch nicht. Mutter, Vater. Halte durch, Chris. Ich bin in Ordnung. Susu, Naruto-kun, es tut mir leid. Wenn ich doch nur etwas stärker wäre. Du musst dich bei mir nicht entschuldigen. Das gehört zum Kodex der Ninja. Ninja müssen ihre Gefühle ausblenden. Ich muss nach Hause zurückkehren. Bitte komm, mich im Ninja-Dorf besuchen. Ich würde dir dort gerne mal noch einmal meinen Dank erweisen. Leb wohl. Ui, ja, wir sehen uns, ne? Es gab einen schrecklichen Zwischenfall. Das Komitee des Turniers hat die Ergebnisse dieser Herausforderung annulliert.
Bitte entschuldige die Unannehmlichkeiten. Ja, schon okay. Dann gehen wir halt wieder. Tschüss, ey. Was für eine grausame Wendung. Das war nicht deine Schuld. Chris, du hast alles getan, was dir möglich war. Aber meinetwegen sind Susus Eltern... Chris! Bitte gib nicht die ganze Schuld, Alter! Lass uns in das Ninja-Dorf gehen. Wir sollen uns bei Susu entschuldigen. Ja, lass da mal hingehen. Wie geht's mir? Ach, richtig gut. Okay, ja dann. Jo, was geht, Jungs? Das Einzige, was ich mir noch gönne. Kommt schon, fangt endlich an. Boah, ey, ist hier wirklich viel los. Eier. Mann, seid ihr hässlich. Wir gehen jetzt. Tschüss. Ui, wie unangenehm. Ich schätze, ich weiß nicht, ob es anders verlaufen wäre, wenn wir gewonnen hätten. Aber, naja, was soll's. Was soll's. Was ist hier? Nochmal. War ich hier jemals drin? Ach so, ja, das ist Haus für diesen einen komischen Typen, den wir auf die Fresse gehauen haben. Ich erinnere mich. Gute Zeit, gute Zeit. Und falls ihr noch wisst, wo das Ninja-Dorf ist, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß es nicht mehr. Ihr wisst, wie es heißt. Nicht alles, was wandert, ist verloren. Doch ich bin es ganz sicherlich. Okay. Kein Problem, Leute. Wir finden den Weg dorthin sicherlich irgendwie. Ah, ich wusste es doch. Kann ich auch direkt hier landen? Das wäre relativ cool. Oh ja, tatsächlich. Oh, super, dann bin ich ja hier. Oh ja, Halbelfen haben hier nichts zu melden. Habe ich gehört. Also, fick dich, Amber. Tschüss, Alter. Ich glaube, es geht schneller, wenn wir hier lang gehen. Aber das ist, glaube ich, der schnellste Weg. Den ist der eine Typ in dem Video, was ich mir nicht angesehen habe, um mich darauf vorzubereiten, auch gegangen, glaube ich. Distortion Blade, was wir unbedingt leveln müssen. Maxwell! Bam, Alter! War das Gale Shot oder Gale Snot, was das Vieh gerade gemacht hat? Ich glaube, ich habe mich verlesen. I never miss. Achso, wir sind übrigens in den Kampf dorthin wieder ein Level abgestiegen. Das ist relativ angenehm. Jetzt sind wir Level 57 mit Chris. Und das ist relativ geil, ne? Ich glaube, ich will hier hoch. Und jetzt nach links. Und dann nach oben. Ja, genau. Ich geh mich aus im fucking Elfenwald, Leute. Glaub mir. Sonic Dash! Distortion Blade, Alter. Dieses Mandrake-Monster ist sowas von Geschichte, Leute. Warte, hat das Vieh sich gerade geheilt? Hey, du auf den Scheiße! Aus dem Weg! Paralyse-Amulett und Agilität wieder, okay. Hier hätte man sich das übrigens auch farmen können. Das Accessoire, was ich jetzt benutzt habe. Gut zu wissen, gut zu wissen. Bin ich hier richtig? Ich glaub schon. Ich kenne mich ja aus im Elfenwald. Ach, Leute. Ja, ein relativ cooles Hidequest, wie ich finde. Aber sehr leicht zu übersehen. Ich hätte es einfach weiter nach dem Feuerschwert suchen können und dann auch weitermachen können. Und dann hätten wir Susu, glaube ich, so nie wieder gesehen. Wir haben sie ja nur einmal im Volt-Tempel gesehen, sonst nie. Deswegen, keine Ahnung. Ich meine, manche Leute sagen so, oh, es gibt da dieses Ninja-Dorf, Alter, das ist im Ibirwald. Aber kein Arsch kann mit dem Begriff Ibirwald irgendwas anfangen. Deswegen ist das ein bisschen dumm. Keine Ahnung, vielleicht seht ihr das ja anders. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es geht, Elfenboys, es geht. Dass Elfen und Ninja so chillig hier untereinander leben. Ich frage mich, ob die Elfen selbst auch Ninja sind. Ob die Ninjas Elfen sind, so rum. Entschuldigung, du Süßi, du bist mir ein bisschen im Weg. Wieso miaust du? Naja, bye. Einfach nur nach oben, glaube ich, ne? Aus dem Weg, du kleiner süßer Fratz! Um Himmels Willen! Enos, möge dir gnädig sein oder so. Muss ich einfach nur nach oben? Ja, genau. Ich wusste es genau, Alter. Klar, noch mehr Monster-Lines und Gegner-Lines.
Mein Kopf tut langsam weh. Das ist aber ein bisschen unangenehm. Oh, ich habe mich heute voll überfressen, Leute. Ich habe, wisst ihr, was ich mir gemacht habe? Ich habe mir Tomaten genommen, das Ganze in ein Omelett geballert. Das Omelett noch gewürzt mit Salz, Pfeffer und Knoblauch, wie man es machen sollte. Dann Reis gemacht, dann nochmal Tomatenmark genommen, in Wasser reingeballert. Das Ganze auch nochmal gewürzt mit dem Shit. Und mir eine geile Soße gemacht und mit Reis zusammen war das einfach geiler Scheiß. Aber ich habe viel zu viel gemacht. Jetzt denke ich mir so, fuck. Das war jetzt schön viel Essen, Alter. Jetzt ist auch wieder gut. Oh oh. Oh oh. Wie komme ich da jetzt nochmal hin? Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Okay, keine Panik auf die Titanic. Fuck. Wie komme ich da jetzt nochmal hin? Hey, Pyre! Das, du Arsch! Unser neues Chat ist echt cool. Also, really cool. Was denn bis jetzt eure Lieblingswaffe? So, wir haben ja viele Äxte gehabt, wir haben viele Lanzen gehabt, wir haben viele Schwerter gehabt. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, meine Lieblingswaffe ist jetzt bis jetzt das Eisschwert vom Design her, weil mir das ziemlich zuspricht. Das Schild ist zwar auch ganz cool, aber ist irgendwie sehr edgy. Das Schwarze mit dem Gold. Ich meine, es ist schon cool, aber oh Mann. Wir können auch ein bisschen chillen, ne? Ja, aber scheiße, dass wir hier jetzt nicht weiterkommen. Das ist ein bisschen unangenehm. Okay, hier ist noch irgendwie Wasser, ist gut. Muss ich hier lang? Bruder, ich weiß es einfach nicht. Boah. Vor kurzem, Leute, ist Joker aus Persona 5 in Super Smash Bros. Ultimate erschienen. Das ist ziemlich fucking geil. Hab bei dem Kollegen mit ihm zusammen ein bisschen gezockt und spielt sich richtig cool, Joker. Also, großer Fan. Persona 5 war auch so ein richtig geiles Game. Hab euch super gesuchtet. Deswegen fand ich das natürlich sehr angenehm. Als nächstes muss nur noch Sora aus Kingdom Hearts in Smash kommen. Und dann das beste Leben, Leute. Das beste Leben erreicht. Ja, hier kommen wir auch irgendwie nicht weiter. Scheiße. Ich glaube, ich würde gerne heiliges Licht einsetzen. Weil, warum nicht? Nee, Typ. Ja. Und ich denke, ich werde auch mal alle Apfel- und Orangengummis nochmal umwandeln. Wie wir das am Anfang des Spiels gemacht haben, damit wir die besseren Heil-Items haben. Ich glaube, das wäre recht klug. Wie komme ich jetzt nochmal dahin? Scheiße. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Och. Vor allem, ich meine, das war der richtige Ort, oder nicht? So, ja. Ach nee, wir müssen ja irgendwie noch nach links. Okay, dann ist ja alles richtig. Ja gut, letztes Mal sind wir auch noch irgendwie weiter nach links gegangen. Okay, okay, okay. Ich schätze, wir sind einfach am falschen Grasbüschel gewesen. Okay, alles gut. Recover! Sehr schnell reagiert. Danke, Mainz. Großer Fan von deinem Scheiß. Dun, dun, dun. Hey, Pyre! Wir sehen uns, Bro. Es lebt ja noch. Wieso lebt es noch? Oh, ja, und es ist ziemlich warm in letzter Zeit geworden. Ich meine, jetzt haben wir so 20 Grad oder so. Ist schon ziemlich krass. Ah ja, finde ich eigentlich ganz schön, weil desto wärmer, desto besser, ne, Alter? Wie manche sagen dann, oh nee, dann schwitze ich immer so krass. Oh, schlimmes Leben. Ah, ich selbst finde es tatsächlich sehr angenehm, wenn es warm ist. Das ist mir viel lieber als der ekelhafte Winter. So, jetzt fahren wir nach links und dann müssen wir, glaube ich, nach oben, ne? Oben, oben. Oben. Ja, sind wir wieder. Sehr schön. Es geht. Oh, Suzu. Ich werde euch herumführen. Warte! Hey, wartet auf mich! Ja, das hatten wir auch schon. Alles gut, Alter. Alles korrekt. Danke dafür. Bei Innos. Okay.
Lass uns wieder mit Sensei Opa reden. Gut, dass wir es nochmal dahin gefunden haben. Das wäre sonst echt unangenehm. Kurz war ich davor, die Liste wegzuwerfen, die ich mir gemacht habe. Ey, ich meine... die Erinnerung zu verlieren an diesen tollen Ort. Dies ist also Meister Cress. Hallo und willkommen. Susus Eltern. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Aber... Susus... Ich möchte kein Wort mehr darüber verlieren. Unser Clan sieht euch nicht als Feinde. Wir heißen euch als Helden willkommen, die Susus Eltern gerettet haben. Wir danken euch. Wir danken euch, Ranzo. Dies ist ein Zeichen unserer Dankbarkeit. Bitte nehmt es an. Oh, das ist... ein Buch der Geheimtechniken. Ein Reisender aus einem fernen Land hat es bei seinem Besuch hier gelassen. Und er liest auch folgende Worte hier. In der dunkelsten Stunde der Welt wird ein einsamer Schwertkämpfer euer Dorf betreten. Sollte er ein Kämpfer ohnesgleichen sein, so gebt ihm dieses Buch der Geheimtechnik. Und nun ist dieser Kämpfer ohnegleichen zu uns gekommen. Wenn du nicht dieser Schwertkämpfer bist, wer sollte es sonst sein? Du bist der Einzige, der dieses Buch zu nutzen weiß. Beast Sword Rain. Oh, cool. Ich frag mich, war das vielleicht Cress von früher? So, ich meine, wenn das Ganze hier vorbei ist, dann werden die Leute wahrscheinlich wieder zurück in ihre eigenen Zeiten gehen und ihre Leben dort weiterleben. Und dann wissen die ja, okay, da ist gerade in der Hut, aber wir werden ihn aufhalten in der Zukunft. Oder haben ich schon aufgehalten. Oder, ja, der wird auf jeden Fall aufgehalten. Und dann können sie ihren neuen Leben ja normal weiterleben. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe eine Bitte. Würdet ihr Susu mitnehmen? Das entspricht auch meinem Wunsch. Ihr habt alle so viel für mich getan. Ich möchte etwas davon zurückgeben. Und was wichtiger ist, ich muss meine Eltern nicht mehr länger suchen. Vielleicht werde ich euch manchmal im Weg sein, aber ich werde mit aller Kraft helfen. Zu sagen, es sei zum Wohle der Welt, mag übertrieben sein, aber... Susu. Natürlich kommst du mit uns. Er will gemeinsam schaffen. Susu. Du musst alles in deiner Macht Stehende tun. Meister Cress. Ja, Sir. Jedes Mitglied unseres Clans. Nein. Sorge dafür, dass die Bewohner der Welt hinter dir stehen. Ja, Sir. Nun, Susu. Es ist dein Schicksal, eines Tages überhaupt dieses Ninja-Dorfes zu werden. Ja, Sensei. Ich vermute, du kennst die Hürde der Prüfung. Ja, Sensei. Kehre wieder zurück, wenn du deine Fähigkeiten weiter verbessert hast. Habe ich mich klar ausgedrückt. Ja, Sensei. Möchte nicht die heilenden Wasser der heißen Quellen nutzen, bevor er aufbricht? Ja, klar. Warum nicht, Alter? Ja, nichts ist besser, als seine müden Knochen in einer heißen Quelle zu tauchen. Aber das ist, als würde man mit Energie neu... Das ist, als würde man mit Energie neu aufgeladen werden. Ah, ich fühle mich wie ein neugeborener Mann. Hm? Wo schaust du denn hin? Jester, du bist ganz schön erwachsen geworden. Du siehst viel größer aus als vorher. Findest du? Oh nein! Ich vermute, es liegt an dem ganzen Training der letzten Zeit. Dieser Brust, die Arme und der Waschbrettbauch, was für ein Unterschied. Hey, meint. Hast du das mitgekriegt? Was mitgekriegt? Dummerchen, was Cress gerade über Chester gesagt hat. Interessiert dich das denn gar nicht? Also, ich werde auf jeden Fall einen Blick riskieren. Das würde... Oh, du Sauertopf. Außerdem, gleiches Recht für alle. Ich denke, das hat nichts mit... Nun, dann auf mein Wohl. Oh Gott. Klausi Mausi. Dein Imbiss ist fertig. Oh, danke. Stellst du ihn bitte hier hin? Klaus, wie ich sehe, fühlst du dich schon ganz wie zu Hause. Und... Oh, Nani! Der Pfeil!
Hallo Jungs, wie geht's denn so? Chester erhält einen neuen Titel. Okay. Oh, damn, son. Okay. Das war ziemlich cool. Und jetzt haben wir tatsächlich Susu im Team. Das ist Level 31. Wie kann man eigentlich so scheiße? Okay. Brotan. Kurzschwert für ein weiblichen Jahr. Wird in jungen Jahren getragen. Schild haben wir den Schutzring. Okay, gönn dir. Kopf haben wir die Maske für sie, wie gedacht. Arme haben wir, ja, okay, das passt schon. Wir haben hier auch für sie diese komische Scheiße gefunden, ne? Ja. Der Flicken. Ich gebe ihr das mal, vielleicht bringt ihr das irgendwas. Ja, und sonst, keine Ahnung, gönn dir ein Silbercape oder so. Was kann die so? Mirror Image. Oh, da steht sogar noch Eld, okay. Eins eines Doppelgängers und gegen Doppelschrott. Das ist echt Naruto cool. Junge, schied ein Item vor Gegner. Secret Thief, cool. Crowblade, schadet dem Gegner durch einen Angriff von oben. Und Shadowstorm. Boah, krass, Alter. Das ist ziemlich gut. Momentan wird es jetzt nicht nützlich sein, aber irgendwann bestimmt. Genauso wie Chester es war. Was für ein Süßi. Was für eine bärmliche Verteidigung. Können eigentlich alle durch mal durchgucken. Wow! Klausi mit Level 50 irgendwas hat eine beschissenere Verteidigung als sie. Alles klar. Chester Kuhn. Meint es einfach ein Tank, okay. Ja. Das ist einfach krass, ne? Okay, cool. Schön, dann haben wir diese kleine Sidequest auch erfolgreich befestigt. Und dann können wir uns jetzt weiter in der Suche der legendären Waffen widmen, würde ich sagen. Zuerst würde ich aber gerne nochmal hier hingehen. Und hier nochmal die bessere Waffe für Susu kaufen. Ayame wär's, ne? Ja, genau. Dieser Nagi hat sie aber bereits. Ist das besser? Ja, ein bisschen, dann kriegst du das hier noch. Haube ist scheiße. Das juckt niemanden. Ja, passt. Hier, ich kauf nochmal magische Rune, das wäre gut. Und als nächstes, herzlichen Dank, Alter. Will ich mal die magischen Runen nutzen. Achso, wir sind schon bei Typ. Okay, okay. Macht Rune. Und hier die Scheiße nochmal umwandeln in Citrusgeler. Da haben wir davon noch ein paar. Weil wir haben eh scheiß viel Geld. Da können wir uns das auch gönnen. So, wir kommen. Ja, 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 komm. Das machen wir mal eben. Das ist, glaube ich, ganz klug. Dann können wir wieder uns nochmal auch Scheißheilung nochmal kaufen. Das ist ja auch kein Problem. Und noch mehr magische Rune. Weil wir haben so viel Geld. Ganz ehrlich, da können wir das auch mal so verballern. Ist eigentlich recht klug, weil dann haben wir relativ annehmbare Heil-Items und weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich hätte gerne relativ annehmbare Heil-Items. Das ist schon ganz gut. Die Orangen gehen nochmal wegballern. Zack. Sehr schön. Ich würde direkt nochmal neu kaufen. Und ja, dann war es das sogar schon fast mit dem Part hier, ne? Wir nehmen uns das nochmal mit. Ich weiß gar nicht, ob ich die Mischgummis auch umwandeln möchte. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir sind scheißreich. Also können wir uns das einfach mal gönnen, würde ich sagen. Mach der Rune. Ah, ich hätte vielleicht noch... Ah, ist auch egal. Hier, Mischgummi. Ah, wir haben sogar noch ein Wundergummi. Okay, ja gut. Kann ich die noch mehr verbessern? Achso, ja, wir haben keinen Platz mehr. Das geht nicht. Nee, kann ich vergessen. Okay. Uhr. Ja, komm. Kronos-Uhr. Dann kaufe ich doch mal einen Arschfall von den magischen Fick-Dingern. Magischen Ruhen. Und dann sind wir ja auch schon fertig, ja. Zack. So, ich frage mich, wie sie kämpft. Aber wie gesagt, momentan ist sie relativ nutzlos. Deswegen lassen wir sie mal in Ruhe. Ah, wir machen mal einen Abgang von ihr. Dun, dun, dun. So. Ja, Susu, lass mal abhauen, yo.
Wollte ich schon gehen? Ich komm mit. Ja, ist ja gut. Hier, Eingang des Emir-Waldes, bitte. Ah, ist immer so umständlich hier hinzukommen. Naja, ist ja nicht umsonst ein geheimes Dorf, ha? Und wir haben echt so viel geiles Zeug hier rausbekommen. Unter anderem Suzu, ja. Die jetzt dabei ist. Geiles Zeug, Suzu, ja. Das Schwert für Crest Kuhn. Richtig heftig, ja. Gut, dass wir da waren, okay. Okay, als nächstes würde ich persönlich vorschlagen, wir schauen hier mal vorbei. Na, 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 na. Haben wir ernsthaft Klausi dabei? Oh, dann nehme ich mir lieber Amber mit. Format. So, jetzt haben wir auch alle Charaktere. Das ist relativ cool. Komme ich hier durch? Das ist verschlossen. Wie unangenehm. Kann ich mich hier sonst umgucken? Ja, ne? Huch! Ist ja ein Teleporter. Ist das eine Statue von Odin, von der Valkyrie gesprochen hat? Ja, sieht so aus irgendwie, ne? Bin ich überhaupt richtig? Ah ja, wir gucken uns hier im nächsten Part um, Leute. Bis dahin, haut rein. Ciao. What?